Berg und Naturliebhaber. Guten Morgen, grüß euch. Ja, Bergfixl ist wieder einmal unterwegs mit euch, gell? Und ich bin da heute in der wunderschönen Steiermark, gell? Hinter mir sieht man die Reiteralmhütten, die liegt auf ca. 1700 Meter und unten von der Eisk-Hütte, die liegt nicht weniger hoch oder nieder, war mein Ausgangspunkt. Und was habe ich heute mit euch vor? Heute werden wir nicht allzu viele Höhenmeter schaffen, aber doch ein bisschen was, gell? Und werde eine ganz fesche Runde, ein paar Seen wollen wir anschauen, ein paar Gipfel werden wir auch besteigen. Lasst euch am besten überraschen, gell? Da in den wunderschönen Schladminger heute. Also, auf geht's, los geht's. Juhu. Der Wald, wie man sehen kann, fesch herbstlich beieinander, gell? Verfärbt. Gefällt mir gut wieder einmal. Da vorne ist auch geschrieben gestanden, stilles Wasser, und so schaut mir das auch ganz danach aus. Ja, vorbei geht's an den wunderschönen See da, der war sicher im Frühjahr wegen mehr Wasser drin hat, war so auch ganz fesch. Ja, man geht gar nicht so lang, ob man da wieder am Waldsee ist. Es ist zwar unten beschrieben, aber warum dann auch doch nicht so genau. Ist das jetzt der untere See oder der Waldsee? Ich weiß es nicht. Schaut auf jeden Fall auch ganz fantastisch aus, wie ich finde. Thank you.
Ja, ich bin da jetzt auf den wunderschönen Untersee angekommen und ein echter Herdecksplatzl da. Ein Wahnsinn. Gewaltig. Mit den feschen Herbstbäumen im Hintergrund. Der See, der spiegelt. Ja, ich bin echt begeistert. Ich hoffe, Ihnen gefällt es genauso, gell? Und jetzt schauen wir, dass wir dann ein wenig weiterkommen. Am See vorbei. Wir wollen ein wenig in die Sonne auf. Ja, und lang dauert es nicht, da hat man dann die Beschilderung wieder. Spiegelsee, 30 Minuten, dann geht's weiter. Ja, jetzt komme ich dann auch schon langsam fest in die Sonne rein. Das passt gut, weil da im Schatten ist richtig frisch. Geh hinter mir nochmal den fischen See, gell? Ja, beim Aufsteigen sieht man Fische auf den Untersee hoch und man hat natürlich auch einen wunderschönen Ausblick ins naheliegende Dachstau-Massiv. Ein Wahnsinn, dieser Blick. Ja, zu der Tour, was ich da heute mache, gell, möchte ich nur dazu sagen, ich habe nicht so gut geschlafen, deswegen haben wir eine Tour gesucht, was ein bisschen weniger Höhenmeter hat, gell. Und heute haben wir so um die 555 Höhenmeter zum Schaffen. Ich war noch nie da auf der Reiteralm in dem Gebiet, gell. Und ja, habe mir gedacht, das passt gut. Mit den Seen fest was zum Anschauen. Und so viel kann ich Ihnen verraten, 3 Gipfel werden wir auch wohl noch schaffen heute. So, und da kann man gut erkennen, der nächste See wird dann der Spiegelsee sein, 15 Minuten. Und man kann auch schon gut erkennen, der Schober ist einer von den 3 Gipfeln und somit war der höchste. Und dann geht es weiter auf den Hippedeck-Gipfel. Ja, wettertechnisch hat er recht fein angesagt. Sieht man auch ganz gut im Hintergrund, glaube ich. Gell. Passt gut. Ja, da sieht man auch fest zu den Seen hoch, da zum Untersee, Waldsee. Und natürlich ein herrliches Panorama begleitet uns. Ja, und wie unten beschrieben, haben wir ja gesehen, zu den Spiegelsee ist er nicht allzu weit. Und ja, da bin ich jetzt gleich einmal. Wenn wir es jetzt anschauen. Ich bin da jetzt ein Hals aufgestiegen, gell. Da kann man den wunderschönen Blick in den See. Einfach herrlich.
wunderschön, der Spiegelsee da. Da merkt man gern und das soll ja ein wenig verweilen, gell? Und das genießen natürlich. Aber wir haben ja noch einiges vor uns, gell? Wir wollen ja noch einen Gipfel auch besteigen und unter anderem noch einen zweiten und einen dritten auch noch, gell? Und das werden wir jetzt dann auch gehen. Also, weiter geht's. Ich freue mich schon. Da steht jetzt auch geschrieben, Schuberspitze, da müssen wir weiter. So eine wunderschöne Landschaft. Das sind zwar nicht die allermeisten Höhenmeter, was wir da heute machen, aber für echter Genuss. Bergwanderung vom Feinsten. Ja, da sieht man Feschoe am Obersee. Spiegelsee da drunter. Gewaltig. Ja, und ich bin da jetzt dann schon hübsch auf der Schneider rum. Und da bin ich gespannt, was mich da jetzt noch erwartet. Allzu weit bis zum Schobergipfel kann es nicht mehr sein. Jawohl. Also wer den Schober da machen will, der muss wohl ein wenig trittsicher sein und schwindelfrei natürlich auch. Obwohl es an und für sich keine Schwierigkeit, leicht schwer, ein bisschen schwieriges Skigelände, ja, die Hände ein bisschen zu Hilfe nehmen und dann tut das schon. Ja, gewaltig. Die Aussicht, ihr könnt es schon sehen, ein Wahnsinn. Ja, der Schobergipfel ist übrigens als schwarzer Wander- oder Bergweg markiert, gell? Du weißt, was schwarzer Weg war. Wie ich unten schon gesagt habe, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit waren nicht schlecht. So, jetzt sind wir gleich rum am Gipfel, gell? Ja. Schauen wir. Ein bisschen was zum Kraxeln, wie gesagt, war. Und dann das feste Skigelände. Das Gipfelkreuz kann ich schon sehen. Auf geht's! Schober auf
2133 Meter. Juhu! Hinten sieht man dann Fesching, Grimming, die Kammspitzen, Stadelzinken, Stickweide erfuhr. Und da das ganze Dachsteinmassiv. Gewaltig, sage ich nur. Hinten sieht man die Kosaukamm und die Bischofsmützen. Und da sieht man die Wumme da ins Dänengebirge, Hagengebirge, Hochkönig da drüben. Und natürlich auch in den Hohendauern und Glocknerregionen. So ein traumhaftes Wetter erwischt und so eine fesche Aussicht noch dazu. Und da drüben sieht man dann unser nächstes Gipfelziel. Jetzt müssen wir zuerst einmal hochsteigen und dann auf den anderen Gipfel rein. Und da sieht man einen weiteren Wegverlauf oben, schön der Schneide entlang und bis zu unserem letzten Gipfel. Der ist dann da unten. Ein Wahnsinn, wie immer, ich mag gar nicht hoch, gell? Und ja, hilft eh nicht, gell? Steigen wir hoch und am nächsten Bierchen wieder rein. Auf geht's! Ich habe mir immer wieder einen feschen Blick auf die Seen da. Gewaltig, ich kann mich gar nicht satt draus sehen.
da sieht man dann den weiteren Wegverlauf. Woche zu, halb so wild. Und auf der anderen Seite geht es dann wieder auf, auf den Bichl da. So, jetzt sind noch einen nicht allzu langen Abstieg von den Schobergipfel, gell. Bin da jetzt wieder bei einem Ausgangspunkt angekommen, wo ich da aufgebogen bin, gell. Jetzt geht's auf der anderen Seite vom Berg, geht's wieder rauf zum zweiten Gipfel. Der Gipfel liegt ziemlich nah unserer Nase. So, ich gehe da ein bisschen jetzt sind, im Schotten, gell. Aber wir kommen dann wieder fest schaffe zur Sonne. Tut ganz gut, ein bisschen zur Abkühlung. Und am Weg zu unserem Nackschengipfel, werde ich sagen. Rippedeck, so heißt der. Und da werden wir auf eine Höhe auf 2126 Meter kommen. Also ein bisschen niedriger wie unser erster Gipfel. So, das Gipfelkreuz kann ich schon ausmachen. Gleich sind wir da oben. Mal wieder Freude. Bergheil am Rippedeck-Gipfel auf 2126 Meter. Juhu!
So, unser zweites Gipfelziel haben wir ja tadellos erreicht. Jetzt haben wir noch einen dritten und letzten Gipfel noch zum Schaffen. Und das werden wir jetzt nachgehen. Jetzt geht es immer schön bergauf. Und ja, es folgt mir noch so weit. Auf geht's, ne? Hinter mir sieht man noch fest den Repedeck-Gipfel, gell? Da sind wir schon wieder ein Stück weit entfernt. Und ja, einen Gipfel, wie gesagt, haben wir jetzt noch. Geht's jetzt immer fest, der Schneid entlang. Da hat man immer ein bisschen einen Blick auf die Seen, wo wir da vorhin gegangen sind. Wunderschön. Ja, und für unseren dritten und letzten Gipfel für heute, die Kasselhöhe auf 2001 Meter, was wir gleich erreicht haben. Ja, ein Wahnsinnstour, taugt mir voll. Ja, am dritten und letzten Gipfel sind wir angekommen, gell? Und zwar die Kasselhöhe auf 2000 und genau 1 Meter. Bergheil! Juhu!
Ich habe den dritten und letzten Gipfel somit erreicht, gell? Und ich denke, das war eine wahnsinns fesche Runde über 3 Gipfeln und 5 Bergseen, gell? Und somit möchte ich mich auch mit der heutigen Tour verabschieden. Tut mir leid, das hat ein wenig länger gedauert, aber das ganze Material so zum Einfangen dauert zur Zeit und das wird dann dementsprechend auch eine Videolänge, gell? Auf jeden Fall hat es mich gefreut, wie gesagt, dass ihr mit dabei wart, dass ihr mitgecoucht seid, dranbleiben seid und zugeschaut habt, gell? Hinterlasst mal ein kostenloses Abo, aktiviert die Klingel, dann versandt ihr kein einziges Video mehr von mir. Über einen Daumen nach oben, freue mich genauso, gell? Und dann, ja, bleibt mir nichts anderes mehr zum Sagen. Alles wird für gut. Für denk, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also, macht es gut, gesund bleiben. Für denk.